Kalbe, rheinisch-deutsch ist ja der Oberbegriff auch für die rheinisch-westfälischen Kalbhüter. Wenn Sie im Katalog RWK lesen, dann ist das alles im Grunde zum rheinisch-deutschen zuzuordnen. Auch der Ardenner-Hengst vorhin gehört in diese Rassegruppe. Hier also die Stuten ohne Fohlen, 4- bis 19-jährig, da hören Sie schon, wie unterschiedlich die nun sind vom Geburtsdatum und Alter. Wir sehen die 14 vorne, die Nelly, das bin ich Stunde von Land. Bei dem Wetter muss ja noch ein bisschen mehr spazieren. Aber es ist ja so gut, wie es ist. Aber wenn wir oben schauen, sind wir das ist ein Lars-Verpferd sogar. Das ist nicht ein Lars-Verpferd, das ist eine spezielle Rasse, trinken die Boschpilz. Nee, habe ich ja mit Sitte erkannt. Ach so. Was ist das für eine Sorte? Westfälisches Kalbhut. Okay. Ja, ziemlich kompakt, wa? Das ist der Abergaul. Ja. So, ja, jetzt habe ich es. Ehrlich. Kühe sind aber das Thema schlechthin. Ich liebe Kühe. 16, 1-6. Thank you.
Wir haben coole Sohren. Wir haben einen Leiter, aber auch die sind echt cool, die Knochen. Wir sind hier zu den Jugendkontrollen, die sind selber auf. Und ja, dann können wir den hinterlassen. Dem hervorragenden Euter präsentiert. Sie ist eine Kuh, die uns hier begeistert. Sie ist eine Kuh, die uns hier begeistert durch ihre Fundamente, durch ihre Korrektheit, speziell hier in den Sprunggelenken, aber dann hauptsächlich durch ihr Euter, das im Hauptmerkmal im Hintereuter extrem hoch, extrem breit aufgehangen ist. Sie trägt ein sehr gutes Zentralband. Das Euter geht sehr schön vorne in die Bauchdecke über. Sie verfügt über eine sehr gute Zitzenplatzierung und ebenfalls eine Strichstellung und um eine Kuh, die uns hier durch ihre Euter Merkmale zu begeistern weiß. Sie setzt sich aufgrund dieser Euter-Merkmale, sie ist höher und breiter im Hintereuter als Katalog Nummer 15, diese extrem milchtypische Kuh, die uns hier mit sehr viel Adel begeistert, mit einem sehr langen Hals, sehr viel Ausdruck, sehr viel Feminität. Und sie nutzt diesen Milchcharakter, um sich vor der sehr großnamigen Katalog Nummer 14 zu platzieren. Katalog Nummer 14, eine Kuh mit sehr viel Länge im Mittelstück, sehr groß, sehr lang, mit guten Fundamenten. Und sie ist uns etwas besser im Euter, sie ist fester im Euter aufgehangen. Das Euter wirkt etwas frischer, etwas lebhafter als bei Katalog Nummer 16, einer ebenfalls hervorragenden Kuh, die diese Klasse abschließt. Ich bedanke mich für die Präsentation dieser Tiere und darf Sie für die Beschicke um einen herzlichen Applaus bitten. Vielen Dank. Wie gesagt, ich habe damit nicht halt die noch fest. Weiße Edelziegen. Die sind aber cool. Wir haben die so eine kurze Decke oder ist da schon mal drüber? Ja. Hey! Komm mal! Du hast den Schaf haben wir doch auch mitgenommen, dich? Na, und er macht die Sounds dazu. Das wird sogar noch in meinen Ofen passen. Was? Das wird sogar noch in meinen Ofen passen. Na, da. Mach ich die Arbeit über. Alter, der Arsch! Guck mal, das sind Insel nach, das sind Insel nach. Ist das ein Männlein oder ein Weiblein? Ja. Ich dachte nur, die Männer hätten so dicke Hörner, aber hier haben sie alle Hörner. Das ist auf jeden Fall ein Weiblein, weil das ist ja Pulli. Schönes Fell. Die sind so dick. Pulloverschweine. Ich weiß es nicht, ich höre nichts. Soll ich mit dem Baby machen? Baby, dann gehen wir hier nochmal rum. Ich gebe ganz links hoch vom Laden. So, ich bin auch heute ansprechen hat natürlich Mengele von der Wende, das muss man sagen, aber es ist noch etwas schwach gegen Deutsch. Aber sonst von der ganzen Erscheinung ist das hier diese Klasse. Ich bin alle Zähne. Und er hat einen dicken Bart. Das stimmt, da sind die Dings nicht. Die lassen wir vielleicht mal stehen. Eine Ziege mit sehr gutem Rahmen.
Allerdings ein paar Abstriche. Heute Fundament ist sehr gut, unheimliche Länge sehen Sie hier, sehr, sehr prägend. Heute sehr lecker, sehr gut. Natürlich ein bisschen aufregend, aber ich denke. Mike geht schon weiter, komm. Gut, das wäre die ältere Klasse. Aber das ist doch...